Ja, aber am Samstag hab ich auch nicht angeschmeißt. Die haben mich einfach von der Seite angehauen und haben gefragt, Alter, wie heißt du? Kann ich dein Handy nochmal haben? Ich war so überfordert in dem Moment. Ich hab einfach die falsche Nummer gegeben, glaube ich. Die haben mal bis heute 555, nein. Die haben mal bis heute nicht geschrieben. Habe die Ehre, ich bin's der Biergäste, Conny. Conny. Flori. Flori. Späne wir schon. Neues Intro durch. So, köstlich. Ein erneutes und ein letztes habe die Ersen aus einer kurzen Sommerpause-Folge. Wir haben beschlossen, wir haben irgendwann vor Wochen einmal drüber geredet, dass wir mal so eine Folge von ChatGPT moderieren lassen sollten. Und dann mal schauen, was passiert. Und das ist jetzt so live und true overgeht, wie es noch gerade irgendwie true geht. True mit V. True Crime. Also es ist nichts vorbereitet oder so. Ich drehe mich jetzt halt um und dann frage ich ChatGPT einfach, ich werde da genau so reinschreiben. Liebes ChatGPT, wir sitzen gerade beim Podcast aufnehmen, scheiß mir ein Thema völlig zufälliges Thema her. Punkt. Und dann schauen wir, was sagt. Sag aber bitte und grüß dich, gell? Okay, moin. Weil du weißt es eh. Los geht's. Okay. Fuck, wie sollen wir mir jetzt die Zeit überbrücken? Ja, wo man die Schere, Stein, Papier. Nein, jetzt kann das nicht. Machst du mit oder ohne Brunnen? Wenn ich Schere, Stein, Papier sage, machen wir ohne Brunnen. Ja, weiß ich nicht. Wenn Schere, ich hasse Papier, Leute, die da sagen, bring mir Schere, Stein, boah, Papier. Mit Brunnen. Was soll der scheiß Brunnen? Nein. Ich, ja? Ich kenne sogar einen, der sagt, es gibt eine Mauer. Ja, gibt es denn alles Haselhörnchen, die es euch frisst? Oder ja, und einen Mittelfinger als Joker und so ein Bullshit. Ja, das ist wichtig. Also wenn das ich nicht, Leute nicht einmal Schere, Stein, Papier schaffen. Nee. Ja, die wovon, sollten, mit Brunnen oder ohne, wenn ich Schere, Stein, Papier sage, dann spüre ich ohne Brunnen. Machen müssen. Oh. Okay, bye. Also, wir haben jetzt ein Thema. Ich lese die Antwort vor. Wie gesagt, ich habe nicht damit geredet. Achtung. Also, ich habe geschrieben, hallo ChatGPT, wir sitzen gerade live beim Aufnehmen einer Podcast-Folge. Scheiß mir ein zufälliges Thema her, jetzt. Jetzt. Ja, jetzt. Und ich habe geschrieben, hallo, wie aufregend, dass ihr gerade eine Podcast-Folge aufnehmt. Hier ist ein zufälliges Thema für euch. Die Auswirkungen von Social Media auf zwischenmenschliche Beziehungen. Dieses Thema bietet eine Fülle von Diskussionspunkten, von der Beeinflussung der Kommunikation über soziale Plattformen bis hin zu den Auswirkungen auf die persönliche Interaktion im Alltag. Viel Spaß beim Podcasten. Hast du ihr noch nichts? Ich hab nicht gewusst, dass ich jetzt in der Doktorarbeit schreiben muss, Alter. Aber eigentlich wirklich ein geiles Thema. Schreib halt schnell drunter, wir haben nur 10 Minuten Zeit. Warte, ich sag's einem noch schnell, müsst ihr, aber ihr fangt jetzt schon mal oben. Gibt's jetzt auch in lustig oder irgendwie sowas? Auswirkungen von Social Media auf... mich. Zwischenmenschliche Beziehungen. Zwischenmenschliche Beziehungen, keine Ahnung. Ja, zum Beispiel Instagram. Wo es richtig nervig ist, wenn du eine Partnerin hast, das kennst du nicht. Oh. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du dann auf der Couch liegst und dann denkst du, geil Leute, jetzt hätte ich ein bisschen Ruhe, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen einspielen. Rambazamba! Und dann heißt so, gleich, lass mich schnell noch ein bisschen und dann sitzt du da und scrollst lieber durchs Handy. Da denke ich mir, lecker, du frisst jetzt entweder meinen Schwanz oder dein Handy, das kannst du aussuchen, aber es eins von beiden kann. Was ist denn mit der Metamonetarisierungs- Geschichte also, eigentlich gewesen? Ich hab noch nichts von der Wurst. Redet sie schon wieder? Was weiß ich? Redet er schon wieder vom Nimm meinen Schwanz ins Maul? Nein, oder das Handy. Aber irgendwas kommt ins Maul, ist mir scheißegal. Irgendwas kommt ins Maul. Currywurst. Ja, die Menschheit stumpft halt einfach ganz schön ab. Also, es ist auch zum Beispiel so, dass ganz früh, wenn jetzt du mit irgendwelchen Leuten unterwegs bist, vor allem im Freundeskreis, wenn wir mir auf Nacht unterwegs sind, dann schauen wir mir schon, dass wir eigentlich so gut wie gar nicht Handy, weil wer braucht's denn? Wenn du mit Leuten unterwegs bist, warum sitzt denn da großartig das Handy hinten? Weißt du, was da der ganz krasse Unterschied ist? Wir kennen nur eine Zeit ohne Handy. Und wir kennen auch nur eine Zeit ohne Internet im Ganzen. Ja. Und was ich, glaube ich, sehr wichtig finde, ist, wenn du dich mit jemandem unterhältst, wie schwierig ist eine Ironie, Sarkasmus und solche Geschichten, mit denen wir dieses Stilmittel durchaus ab und zu mal benutzen. Ich habe keinen Stil. Dass du das aus dem Text auserlässt. Es ist so wichtig, wenn wir uns unterhalten, dann sehe ich, deine Mimik, ich sehe deine Gestik, alles, dann weiß ich, dass das der Scheiß ist, was du jetzt gerade laberst. Wenn du mir das aber schreibst, bei dir und so weiter, bei untereinander ist das jetzt was anderes, aber mit einer fremden Person, die kann nicht einschätzen, ob ich das jetzt ernst meine oder nicht. Das stimmt, ja. Und die junge Leute, das brauchst du bloß mal umeinander schauen. Wo kommt denn der, was war das für ein Behindertenbegriff? Zombie, glaube ich. Das Zombie. Ja, jeder rennt bloß nur mit diesem Scheiß-Dreckskasten in der Fresse umeinander. Aber halt nicht bloß
die Hälfte der Leute, sondern jeder. Aber wenn du jetzt auch auf diese Auswirkungen hinaus willst, also für mich, es gibt ja auch zum Beispiel allein dieses Thema mit Instagram. Wenn jetzt du dieses Instagram anschaust, ist ja alles gefüllt nur mit den besten Momenten, die du erlebst. Ja. Und es gibt ja auch sehr viele, die wirklich dann jeden tollen Moment, den sie erleben, die tun mir auch wirklich sehr leid, diese Leute, die jeden tollen Moment dahingehend reinposten müssen, nur um zu zeigen, dass sie jetzt gerade was machen, dass sie nicht auf der Couch liegen oder nicht vom Fernseher sitzen, sondern dass die jetzt beim Wandern sind. Dass die jetzt heute mal draußen beim Spazierengehen sind. Das spiegelt und ein Leben von dir wieder, das einfach so nicht ist. Genau, und nicht nur von dir, sondern auch von den anderen. Und dann in deinem eigenen Kopf ist es doch wirklich so, dass du, also ich glaube auch unterbewusst, dass sich viele, die zu viel unterwegs sind oder die da einfach auch nicht mental stabil sind, sich vielleicht auch irgendwo Vorwürfe machen und sagen, boah krass, die hat so ein schönes Leben, die Person, oder es ist alles schön bei der und bei mir ist alles schlecht. Da habe ich auch jetzt drüber gelesen, ich glaube, es nennt sich FOMO, das ist Fear of Missing Out. FOMO? Ja. Das ist das, wenn zum Beispiel beim Einkauf ein Timer runtertickt, nur noch 5 Stück und so Scheiße. Ja, genau, und dass du halt auf der Couch liegst und denkst, du versammst jetzt was, weil du nicht unterwegs bist, weil du da halt so, obwohl es halt einfach geil ist. Und das passiert dann folgendermaßen, du bist halt in Instagram drin und dann folgst du nur sicher nicht Leute und dann kriegst du nicht von der einer Person nur die mal alle, die hat nicht jeden Tag, die geht nicht jeden Tag wandern und hat da super 28 tolle Erlebnisse, aber du hast halt 250 Leute abonniert, dass du dein ganzer Feed davon voll ist, dass dir da eine Traumwelt suggeriert wird, genau, die nicht existiert im realen Leben. Natürlich haben die da gerade einen schönen Moment, aber ihr scheiß Account schaut aus, als hätten sie, als Datens in einem Traumschiff wohnen. Und das deren sie nicht. Das deren wahrscheinlich nicht mal fucking Hollywood-Stars. Die hocken auch mal eine Woche lang nur auf der Couch und dann denken sie, Himmelvater, Gott sei Dank muss ich, weiß ich nicht, irgendwas da, fick dich. Da, Hose aus. Eine so eine Hosenparty. Brad Pitt. Hockt ihr daheim, der Brad Pitt. Fickt euch alle. Ja. 100%ig! Das ist ja ganz normal und das lernt halt die Junge an immer. Und das, wenn du dir vorstellst, du wächst damit auf und da sollen Mädels ganz anfällig sein dafür. Vor allem diese ganzen Super-Beauty-Tussis, die bloß. Da gibt es halt dann immer diese That Girl-Scheiße. Da habe ich jetzt vor kurzem gelesen, wo es darum geht, dass wie wirst du That Girl? Und dann gibt es halt auch wieder so komische Kriterien, was du alles da machen musst und so weiter. Also da wird da halt dann auch wieder vorgaukelt, was musst du tun, damit du perfekt bist oder selbst. Also die wird von vornherein wieder von irgendwelchen Arschlöchern vorgeben, dass du so nicht passt, wie du bist. Das ist ja das große Problem, glaube ich, weil du auch so viele Influencer hast. Bei Männern, sage ich mal, ist fast wurscht. Wir schminken uns nicht, wir machen halt. Okay, es gibt halt das ist was anderes für uns. Weißt du, was für uns als Gegenstück ist, wie bei den Weibern, ich muss gut ausschauen, ich muss unfassbar erfolgreich sein in dem, was ich tue. Das wird mal bumsen. Das kann kein Mensch von uns. Na. Auf gar keinen Fall. Na. Gott sei Dank. Das glaube ich so das Gegenstück. Du abonnierst dann super erfolgreiche Leute, die mit einem scheiß AMG umeinander fahren und Fotos posten. Also komm, das ich nur dazu sagen wollte. Das sind positive Idioten-Scheiße, die haben ja schon geschmerzt. Wenn wir gerade eine erwischen, wenn so Beauty-Tussis, die posten ja nur die schönsten Fotos, die sie haben. Und die haben übrigens alle 9 von 10 sind die bearbeitet. Das ist einmal nur das Nächste. Ja, genau. Und hast du eine Vorstellung, wie viel Beutel das die machen? Dass das eine Beutel, das sie dann posten, rauskommt. Also den Aufwand. Das kann ich dir auch bestellen. Total, ich mach's jetzt nicht so exzessiv wie die, aber ich gehe auch nicht her für, was weiß ich, mache irgendein Thumbnail für meinen Warhammer-Scheiß zum Beispiel. Dann mach ich auch nicht bloß eins, ja passt schon, sondern natürlich mache ich mehr und nimm das Beste und richte es her. Es ist alles fake. Das machen wir mehr. Alles. Ich nehme auch mal 2 Bilder auf. In 99% der Fälle haben diese Battle alle gestellt. Und wenn du die ohne Filter und ohne Photoshop und so weiter sehen würdest, dann würdest du eiskalt am Bugel runterlaufen. Und ich glaube, das ist also dieses Problem, was dann ganz viele Mädels kriegen, die wo dann einfach mit sich selber unzufrieden sind und dann mit 16, 18 schon irgendwo umeinander rennen. Und sie Brüste machen lassen, Lippen aufspritzen lassen, das wo ein ganz großer Trend ist. Das verstehe ich sowieso. Gelbwiener Lippen. So hat schon mal jemand gesagt, die sieht überhaupt nicht gut aus, weil die hat keine schönen Lippen. Nein, aber hat schon mal immer jede Frau oder viele Frauen, du sagst es ja bei vielen nicht mehr, aber bei vielen Frauen ist es ja wirklich so, scheiße, hat die Motorboote als Lippen. Also das ist ja da. Das ist, du kannst einen Lippen nur schlecht machen. Ich hab noch nie gesehen, die Lippen sind geiler als vorher. Ich hab noch nie gelesen oder irgendwas, wo lecker der geiles Fick mal. Das habe ich schon öfter gehört, tatsächlich. Ja, aber das ist, wo lecker der ein schöner Mund. Den könnte man kann ich deine Handynummer haben. Ja, du hast wunderschöne Lippen. Und dann hast du 10 Schlauchdinger in der Fresse drin, du Mongo.
Null. Scheiße, das ist ein Vollidiot. Ich schaue als erstes mal auf die Knie gehen. Es ist das aber nächste, wenn die langen Fingernägel dich so langsam. Boah, lecke. Und spitz, also, ich lasse mir das schon eingeben, man muss jeden langen Fingernägel, die haben schon gemacht, ist okay. Aber so lang, so ein Zentimeter überstehen, wo ich sage, kein Mann, jemals. Ja. Weißt du, schon die Fingernägel kann ich deine Handynummer haben? Ja. Keiner. Na, ich fühle mich damit wohler, ja, glaub mir die Kreditkarten auf. Mal Bugelkratzen können uns gehört. Ja, da ja. Kommen sie nicht dazu, weil keiner sagt, du bist so schön, magst du mal Bugelkratzen. Ja, das stimmt auch. Ja. Nein, also das ist schon. Aufhören damit. Und das andere ist halt auch, was auch noch auffällt, ist, dass ganz viele auch so dieses nicht mehr genug kriegen von so diesen Glücksmomenten in Anführungszeichen. Das wo man im Vorher schon so ein bisschen. Geschuldet. Genau, das ist TikTok und der Short-Scheiße geschuldet. Genau, und Instagram. Das, ja. Und das zweite ist halt das, finde ich, wo du das auch ganz viel merkst, ist, dass es nicht normal ist, irgendwie daheim zu sitzen, so wie wir es mir jetzt gerade gesagt haben, sondern wirklich jedes Wochenende am besten in Malle, im Gebirge oder immer irgendwo im Ausland. Hauptsache mal erlebt was. Genau. Da gibt es auch Studien dazu, mit ganz speziell mit dieser. Mit dieser Show, ich weiß nicht warum. Mit dieser. Das ist aber ein Sekundenkoks, du. Nein, jetzt sind da deine Katzen. Was ist das genau? Es gibt ja auch Studien davor mit diesen Short-Videos, die nicht zur Gaudi springt. Instagram auf diese Short-Videos auf. Battle werden schon gar nicht mehr ausgeliefert, gescheit. TikTok hat es vorgemacht, YouTube-Shorts, Facebook hat es Instagram, aber auch Facebook selber auch. Dieser Dopamin-Schub. Du bist permanent unterhalte mich. Und das nicht bloß, ich schaue mal jetzt ein Video, das dauert wenigstens nur 10 Minuten und dann irgendwas anderes, sondern unterhalte mich. Du bist 2 Sekunden, bist du in dem Video drin, wenn da nichts passiert, da tue ich weiter. Und da, wenn du einmal drin hängst, Alter, dann kann ich mal, ich erwische mich auch ab und zu selber, ab und zu scroll ich mal, aber wirklich extrem selten, durch die YouTube-Shorts. Einmal nur mal zum Schauen, was tut der Rest so, was wird man so vorgeschlagen, keine Ahnung. Und dann erwische ich mich dabei, die ersten 2 Sekunden ist nichts passiert, nächste. Ja, ja. Das und dann denke ich mir so, was mache ich hier, Alter? Warum das ist eigentlich so eine belanglose Rotze, die mir da hergeschissen wird. Mhm. Hau ab! Ja. Und die Dinger haben aber halt nicht bloß Millionen Aufrufe, sondern halt Milliarden. Das ist halt irre, wie viel. Und die Schlimme, das ist ja, unfassbar. Die Schlimme, was dahinter steckt, ist, es sind ja ganz viele Leute, die wo auch Psychologen haben, die wo in diesem TikTok, Instagram und sonst wo stecken, die wo sagen, wie kriegen wir noch mehr Aufmerksamkeit von Jungen? Noch mehr, immer mehr. Und dann sitzt du automatisch da nur drin. Glaubst du, es kann irgendwer mit 16, 17, 18 Jahren noch in den Urlaub fahren, fliegen ohne Handy? Da nimm sogar ich meins mit. Weil wenn ich es schon hab, haben du ja eins, aber ich benutze halt wirklich, ich nehme es in Urlaub mit, dann habe ich halt so Not eins. Ja. Natürlich nehme ich das mit. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel. Aber ich nehme es halt nicht mit, damit ich am Strand dann TikToks schaue. Also ich war mit meiner Ex-Freundin da im Urlaub, da habe ich gesagt, ich lasse mein Handy komplett daheim, sie nimmt es nur mit für einen Notfall. Da haben wir auch mal in der Woche dann daheim angerufen und haben gesagt, wie es ist und passt schon. Weißt du, was das tun soll jetzt? Ein Prepaid-Handy nehmen ohne Smart-Scheiße. Prepaid-Handy, blöd! Prepaid-Handy. Prepaid-Handy. Was ist denn da ein Spiel machen? Prepaid-Nachricht. Ja, das ist, ich bin so gespannt, was da draus wird, weil jede Generation danach schimpft über die. Das haben wir schon ist immer so. Über unsere Eltern, glaube ich, haben es geschimpft mit dem Fernsehen. Bei uns dann ganz extrem noch mehr mit dem Fernsehen. Und wir sind jetzt die über die Internet-Generation und über die TikTok-Generation schimpfen. Und trotzdem ist es irgendwie immer weitergegangen. Ja, auf alle geht es immer weiter. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, ich merke es, Auszubildende etc., da bin ich schwer davon überzeugt. Ich habe nicht bloß einen gesehen, sondern einfach mal 2-3 Hände voll. Und da waren von 15, waren 14 so geistig zurückblieben, dass ich sage, Alter, das ist Next Level Behinderung. Das ist ein Wahnsinn. Die stumpfen alle komplett ab, egal ob es jetzt auf so, auch wie das Thema, wo wir ganz am Anfang gehabt haben, mit Mimik, Gestik. Die wissen ja das gar nicht mehr richtig einzuordnen. Das ist ja das Thema, die schauen die an, also wenn du mit den Jungen zum Teil redest, mir machen wir dann so einen sarkastischen Spruch und schauen mal so. Und die stehen dann halt da und haben einen sarkastischen Spruch her und machen halt nicht einmal Gestik dazu. Und dann meinst du auch, dass die das ernst meinen. Und die Schlimme ist, die verstehen das ja zum Teil auch gar nicht, dass sie es ernst meinen. Aber das ist wirklich. Das, die haben so abgestumpft. Ich bin gespannt, was das für Nachwirkungen hat. Weil das ist wirklich. Es wird halt immer. Das Medium, das die Leute angeblich verblödet, das war das Schwarz-Weiß-Fernsehen, dann war es bei uns Fernsehen und Zeichentrick und krasse Filme, dann das Zocken langsam und jetzt Internet und TikTok. Das wird ja immer krasser. Das wird immer krasser, was die dumm macht. Ja, und immer muss doch mal die Grenze erreicht sein, dass man bei Idiocracy landet. Vielleicht merkt man es irgendwann nicht mehr.
Vielleicht, ja, ich finde es ganz cool, wenn da so, ich glaube, das haben wir auch schon in einer Folge verzeiht, wie Frankreich da eben dagegen vorgeht, zum Beispiel in den Schönheitsideale, dass man immer ausgewiesen werden muss, wenn jetzt irgendwie Filter und so weiter drüber sind oder dass es gar nicht mehr dürfen. Man kann ja so leicht was machen, dass man sagt, hey, da müssen wir vielleicht ein bisschen einsteuern, weil das ist halt einfach nicht gut, auch für die psychische Gesundheit von den ganzen jungen Leuten. Aber ja, wie so oft schauen wir einfach zu bis zum letzten Moment das, und dann. Das erste und das zweite ist aber, dieses ganze Thema, du wirst immer abhängig davon und ich mag es jetzt nicht verschreien, da bin ich jetzt wieder Verschwörungstheoretiker, aber du wirst ja auch immer in gewisse Richtungen gedrängt. Egal, was du anschaust. Ja, die würde halt automatisch das zeigen wollen, wenn ich mit weiter ausspiele. Es wird halt nur ausgespielt. Wenn du vorher Hasszeige anschaust, dann wird ja automatisch, das ist, glaube ich, entweder so, sein. Ja, aber es ist ja generell auch. Wenn du jetzt in, Hassrede ist ja, glaube ich, sowieso laut Facebook, gibt es das, was ja gern, oder was ja über Facebook gefördert worden ist, weil es mehr Interaktionen war, doch raus. Ja, aber, nein, ich meine jetzt einmal, aber generell. Da brauchen wir doch bloß bei uns selber schauen, sobald wir mir kontroverse Themen in die Podcasts erwähnen. Schaut euch mal Trade Center Thema jetzt mal, was wir da für Kommentare haben. Und dann vor mir haben wir ganz andere oder ganz andere Anzahl an Kommentaren unter die Videos, als wir wenn wir einfach über ist es der Edeka oder der Netto besser schmerzen. Das, ja, das ist der Bauernstammtisch, eine Pulverscheiß verkauft sie einfach besser. Ja, triggert Leute besser, bla. Deswegen das ist immer schon das, es ist ja, sechs in der Politik haben wir eh schon mal geschmerzt drüber, wie die gegenseitig nur noch Wirts aus Polemik an die Ohren schmeißen, keiner kümmert sich um irgendwas, sondern es wird nur, der hat das gemacht und der hat das gemacht. Und das ist scheißegal, weil es funktioniert. Genau. Das ist einfach so. Richtig. Was nicht mehr um das geht, um was es eigentlich geht, so wird. Der hat euch mal selber einen Gefallen, wenn es irgendwo fortsetzt. Und abonniert uns. Abonniert uns erst einmal und schreibt dann uns. Legt das Handy erst weg. Da gibt es. Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Und dann legt alle euer Handy in die Mitte und zwingt euch selber, dass wenn es zum Essen geht oder irgend sowas, dass 2 Stunden lang niemand das Handy anlangt. Und der Erste, der es anlangt, was weiß ich, der muss einem keinen Nacktbeutel schicken. Genau. Der weiß ich nicht, der muss eine Runde halbe zahlen oder irgendwas, aber was weh tut. Den ganzen Abend Getränke zahlen oder irgend sowas. Oder wirklich einmal eine gerade ins Gesicht. Das ist das Beste, was man kann. Wie gut das, wenn ich in Urlaub fahre, wie gut das tut, dass ich nicht vor diesem Scheißrechner sitze und nicht in dieses Handy eingaffe. Ich mache da auch regelmäßige bildschirmfreie Zeiten, also nicht gerade Handy, sondern auch nichts Fernsehen, nichts zocken, sondern dann hocke ich mich mal aus, in den Zoom, nehme ein Bierchen mit und krieg dann nicht mit. Einfach mal. Ich das müsst ihr üben. Ich hab das tatsächlich auch wieder üben müssen, weil ich hab dann gelesen und dann war ich bei 2 Seiten, dann war ich schon wieder mit dem Kopf, was kann jetzt dann und was muss ich. Und das habe ich mir dann irgendwann ich mich dazu gezwungen, dass ich sage, das muss ich jetzt wieder hinkriegen, weil das geht so nicht. Das merke ich in die eineinhalb Wochen Urlaub. Da nehme ich mir seit 6 Jahren, das sage ich sogar jedes Mal, wenn ich in die Sommerpause gehe, in meinem, ich bin jetzt Food-Video kurz, ja, ich habe mir das Bier hier rausgetan, das werde ich in diesem scheiß Urlaub lesen. Ich schwöre dir bei Gott, dieses scheiß Witcher-Bier hier. Da oben steht der letzte Wunsch. Weißt du, wie viele Seiten ich geschafft habe? 3. Ja, 5 oder so. Ah. Seit 6 Jahren. Still untouched. Im Urlaub nehme ich mir ein Bier hier mit. Das habe ich nicht mitgenommen. Es waren 2 andere, letztes Jahr eins und dieses Jahr eins. Am ersten Tag kriege ich es am Strand nicht hin, dass ich mehrere Seiten schaffe. 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Weil genau wie es das du beschrieben hast. Ich mache auf, ich schaffe eine halbe Seite, Kopf. Da kann man nicht mehr. Dann erwische ich mich selber. Was ist denn los mit dir, Mann? Und am 2. Tag geht es besser und am 3., 4. Tag merke ich dann bist bam, du bam, bam, bam und schaffe das halbe die Bierchen an einem Tag. Wenn du es regelmäßig machst, dann kannst du halt wieder so einstellen, sagen, das mal, dass das funktioniert. Das ist brutal, wie das dein Hirn fickt, und diese Scheiße. Und ich am Anfang auch so eine halbe Stunde dann mit einer halben Stunde lesen angefangen, da war es halt aber nur so, da merkst du die ganze Zeit, dass der Kopf arbeitet, dann vergisst du eigentlich wieder, was du gelesen hast, weil du mit dem Kopf ganz woanders bist die ganze Zeit. Und so mittlerweile geht es wieder, dass wir 1,5 Stunden, 2 Stunden hinwärm halt und einfach gemütlich liest, dass mir manchmal gemütlich am Weiher aus die Hocke allein, wo ich keinen Seg von irgendwelchen Spacken. Das kriege ich daheim. Ein bisschen schwimmen das kriege ich daheim nicht. Ich daheim auch nicht. Bei mir ist also, ich fahre mittags immer heim und ich koche mir was. Da ist zum Teil wirklich so, dass ich mir nebenbei einfach eine Serie anmache und die nebenbei, während ich mir und so schneide, schaue ich mir die Serie an. Aber ich habe das, die habe ich mir letztes Jahr angefangen und ziehe das immer noch einigermaßen durch. Wenn ich von Nacht der Arbeit oft einmal ins Caprima, dann schwimme ich heute halt eine halbe Stunde oder so und liege wieder eine Stunde in die Sonne und lese dann auch ein Bier. Also ich, da bin ich aber nicht daheim. Also wenn ich daheim bin, ich merke das selber, ich mag es eigentlich gar nicht erzählen, aber ich habe eigentlich immer einen Bildschirm am Laufen. Immer eine Unterhaltung. Ja, ich hab das auch immer gemacht. Hältst du das? Ich bin eben die meiste Zeit nun mal da herin. Habe ich das Headset auf, dann läuft Discord, sonst irgendwas. Ich mache es mittlerweile so weit, dass ich, wenn ich in der Früh in dem Homeoffice, habe ich zwar Discord, das ist oh, aber ich bin halt einfach. Das ist nicht da, weil mich jeder Scheißdreck ablenkt. Alle 2 Sekunden, da kann man das, oder kann man das, da kann man das. Arbeit gleich null. Was habe ich denn eigentlich den ganzen Tag? Ja, keine Ahnung, weiß ich eigentlich gar nicht so hundertprozentig genau.
Und dann gehe ich weg, ja, und nimm mir vor, so, tu irgendwas anderes, keine Ahnung. Dann sitze ich da wie ein verdammter Heroin-Junkie. Und man kann man eigentlich, zum Kotzen. Nein, wie gesagt, ich mach dann, also dann wird alles, das Zeug schaltet aus, das Handy schmeiße ich hinter, ich schnapp mir das Bier und dann hocke ich mich auf Terrassen und lies, trinke einen Kaffee dazu. Was auch faszinierend dann eben dahingehend ist, weil du immer unterhalten bist, die werden nicht langweilig. Ja, genau, aber das muss wieder lernen, dass doch, eben schon, wie oft sitze ich Nachmittag oder auf Nacht da und klick Video so, oh Gott, eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht, das nächste, ja, überhaupt nicht. Und das, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und hab dieses Social Media Detoxing hinter mir, wird dermaßen, dass sich das gut anfühlt, dann wieder, da ist nichts mit, eigentlich interessiert es mich gar nicht, sondern dann konsumiere ich Content wieder eine Zeit lang ganz anders. Ja. Aber du bist so schnell wieder in dieser Spirale drin, dass dich nichts mehr begeistert, nichts mehr hängen bleibt. Aber brutal, wenn du jetzt praktisch den ganzen Tag so abgelenkt bist von diversen Sachen, wenn jetzt du, keine Ahnung, guckst, nebenbei machst du das, dann machst du das nebenbei und hast nebenbei eine Serie im Laufe, dann vergeht die Zeit ja auch bei weitem schneller. Wenn du zum Beispiel wirklich ganz stumpf stellst dich hier, guckst da was, rammst deine Waschmaschine aus, putzt durch, dann vergeht die Zeit gefühlt dreimal so langsam, wie als wenn du hörst nebenbei ein bisschen Spotify, dann schaust nebenbei nur irgendein Video, dann schmatzt mit dem Dritten über Gott und die Welt oder telefonierst. Ja, ich spiel mal TFT. Ja, spiel mal rund TFT. Putz ist nicht mehr zwei, drei, sondern ist 10 auf Nacht ganz und genau du denkst, was? Wo ist der Doki? Gut, wie erzählst du das? Sie verbringen doch sehr viel Zeit mit Zocken. Wenn dann die richtigen Spiele kämen, macht es zum Beispiel in einer Diablo-Season so und es ist nächste Woche. Nicht gut. Und in dem so, hä? Why? Das war in Anfang des Jahres im WoW, dann war das ziemlich heftig. Das habe ich so hart reingesuchtelt, wie schon lange nicht mehr ein WoW dann. Und da war es mit, da habe ich gefühlt so. Und das war nicht mehr Februar, sondern März. Und ich so, was zur Hölle tue ich da eigentlich? Und ja. Können wir eigentlich mal drüber reden, yes, wie gut dieses Thema von ChatGPT ist? Ich wollte gerade sagen, ist der ChatGPT! What the fuck eigentlich? Jetzt haben wir 22 Minuten! Wir wollten mal vierte Zähne wollten wir mal! Boah, das teilen wir! Und der Timer um 2! Um eine Woche Urlaub! Yeah. Wow. Urlaub-Eindruck! Das ist ein ziemlich extrem, das ist ein extrem gutes Thema. Da kann man mit Sicherheit eine ganze Folge füllen. Sag ich dir, was ist? Ja. Wie seht ihr das in die Kommentare, Kinder? Was macht, wie behindert macht euch TikTok? Versucht es einmal selbst zu reflektieren, ob es euch vielleicht selber auffällt. Schaut bitte mein TikTok. Das oh, Selbstreflektion. Ja, das ist richtig. Das ist ganz. Selbstreflektion ist extrem schwierig, ja. Vielleicht schafft man es eher, wenn einen jemand dazu auffordert, mal bewusst drüber nachzudenken. Weil von selber drauf käme, dass ich jetzt über mich nachdenke, bin ich irgendwie behindert. Ich mag ja auch keiner, weil keiner sagt seine schlechten Seiten. Ja, nicht jeder weiß irgendwie. Also mittlerweile hängt mein Bauch über meine schlechten Seiten, deswegen. Ja, über die vorne nehmen. Ich schreibe in Kommentare, wie geil das Hate Speech ist. Was war richtig? Gott sei Dank. Das ist übrigens auch ein schönes Wort für Monetarisierung. Danke. Scheiße, Hate Speech ist scheiße. Ja, schlecht. Entschuldigung, YouTuberinnen. So, und jetzt schleichen wir uns davon. Weil dann macht er viel bessere Werbung, ist das so dumm, das? Ja, gangstermäßig. Ja, dann passt. Das habe ich nicht gewusst, mache ich in Zukunft. Bitte. Ja, danke. Na, Herr Kani, danke für Ihren Beitrag. Ja. Florian, danke für Ihren Beitrag. Bitte. Ich bedanke mich bei mir selbst, aber am meisten bedanke ich mich bei unser aller Untergang, nämlich bei ChatGPT, Freunde der Sonne. So, ich wünsche euch nur einen schönen Sommer und falls das, ob das die letzte Folge in der Sommerpause ist, weiß ich nicht, aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Hauen Sie sich hinein, habe ich. Bella. 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 Bella.